Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind nicht in Treno, wir sind nicht in Alexandria, wir sind im Zinnen, wie hieß das, Zinnenkammgebirge. Und warum, wieso, weshalb? Ja, die Gargantula wurde von einem ihrer natürlichen Feinde verfolgt und ist übers Ziel hinausgeschossen. Und ja, quasi sind wir hier an diesem Ort abgestürzt. Aber zu unserem Glück lebt hier eine Bestie namens Ramu. Ein Donnergott, der sich bereit erklären würde, uns anzuschließen, sich Lily anzuschließen, wenn sie ihm allerdings eine Geschichte erzählen kann und ihre Meinung dazu äußert. Ich habe vergessen, welche die richtige war. Ich wusste es einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus. Ich glaube, er müsste hier sein. Ja. Es ist dir also gelungen, alles zu finden. Jetzt erzähle ich mir die Geschichte. Aber Vorsicht, die Geschichte besteht in Wirklichkeit nur aus 4 Kapiteln. Ein Kapitel ist falsch. Sei also vorsichtig. Welche 4 du willst. Ja, fang mal an. Okay. Der Anfang ist klar, ne? Ja, soll ich es nochmal vorlesen? Ist eigentlich wurscht. Oder zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Joseph mit seiner Tochter in einer Kleinstadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Joseph willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Das ist der Anfang. Soll das der Anfang sein, mein Kind? Ja. Heldentum. Steinschlag-Hinterhalt wissen wir noch nicht. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Warte mal, Heldentum. Ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der in Schweigen gehüllt die Stadt verließ. Denn so entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit Josephs. Oder Mensch sein. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Ja, stimmt eigentlich. Was haben wir hier? Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adaman Taimai und ergatterten die legendäre Glocke und Schweigen. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Joseph sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel nur ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr des Vaters wartet. Kooperieren, glaube ich, ist das Nächste. Ja, ich glaube es. Dann Hinterhalt. Also, auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nun kamen, weil Joseph sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr des Vaters wartet. Ich glaube, dann ist das als Nächstes. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Ich will es ja mit dem Heldentum probieren. Ja. Nun, dann lass mich deine Geschichte erzählen. Nochmal. Also der Anfang. Ich lese es nochmal vor. Kooperieren als Nächstes. Schweigen. Heldentum. Sind die 4 Kapitel deine Wahl? Ja. Eine letzte Frage, mein Kind. Aus welchem Grund hast du der Erzählung eines Helden das Ende Heldentum gegeben?
Jemand mit konsequenter Handlungsweise wird meines Erachtens von den Menschen akzeptiert und respektiert. Ist es eine alte Legende über einen großen Helden, so muss er mit seiner damaligen Handlungsweise dieser Legende gerecht geworden sein. Deine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich hören, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Auch jetzt, wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nie vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Wenn dieser Schmerz durch das Wiedererlangen der Beschwörungsmagie gelindert wird, so sollst du meine Seele erhalten. Habt vielen Dank, Ram. Viele Wege führen zum Ziel, aber verliere deinen eigenen nicht aus den Augen, mein Kind. Peritot erhalten. Jetzt kann ich bestimmen. Also, auf nach Limplum. Hey Opa, bist du echt schon weg? Was hast du? Ich wollte nur mal fragen, warum er uns dieses Spielchen hat spielen lassen. Ob einfacher Mensch oder Held, das ist doch etwas, was die Nachwelt nach Belieben bestimmt. Wie soll ich sagen? Es ist ja wohl egal, wie sehr man über etwas grübelt, denn die Nachwelt denkt sich sowieso ihren eigenen Teil. Ich glaube, Opa Ramu hätte sich so oder so Lili angeschlossen, egal welche Wahl sie getroffen hätte. Super, sag es doch früher. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Zidane, Vivi, nun kommt schon, wir haben's eilig. Genau so ist es. Unabhängig davon, was die Nachwelt erzählt, wichtig ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ihr ist es wahrscheinlich nicht bewusst, aber ihr tiefer Wunsch, ihre Beschwörungsmagie wieder zu erlangen, der ging bereits in Erfüllung, als sie nach meinen 5 Doppelgängern suchte. Sie hat ihre ursprüngliche Kraft, Bestie zu beschwören, wiedererlangt. Je nach Willen des Beschwörers können die Bestien zu Göttern oder zu Werkzeugen des Bösen werden. Ihre Denkweisen erfordern noch Flexibilität, aber ihre große Hoffnung macht sie ihrer Meinung, also sie macht sich meiner Herrin würdig. Entschuldigung, der Bart hat gekitzelt. Ja. Ich werde sie auf ihrem Pfad der Hoffnung behüten. Die Freundschaft mit euch ist in ihrem Herzen zu etwas Unabdingbarem herangewachsen. Helft ihr, ihr Ziel zu erreichen. Machen wir. Ja, aber sicher doch. Sieh doch, Schloss Lindblum. Zidane, hier kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir einmal runtergesprungen sind. Na dann, auf geht's. Jetzt sofort runter. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Haha, wurscht. Zidane, ich möchte mit meiner Beschwörungsmagie allen so gut es geht helfen. Keine Sorge, Lili, du schaffst das bestimmt. Zidane, das ist doch die rote Rose. Oh nein, wir sind zu spät. Spielt die Bran jetzt komplett. Großartig, Lindblum wird angegriffen. Diese Lichter, das sind Teleporter. Die Schwarzmagier werden direkt ins Schloss teleportiert.
Clara wurde danach von einer Bestie heimgesucht und völlig in Schutt und Asche gelegt. Nein, nein, Mutter! Das kann nicht sein! Bitte nicht! Mutter! Lilly! Und Vivi stolpert wieder. Dreckige Mistkuh. Ziemlich ruhig. Mutter, wie konntest du nur? Sogar den Blum hast du. Seid auf der Hut. Sie sind vielleicht noch da. Vivi, du versteckst dich besser hier. Aber ich habe Angst. Ich will nicht. In der Stadt wimmelt es nur so vor Alexandria-Soldaten. Da sollte ein Schwarzmagier wie du vielleicht nicht unbedingt frei herumlaufen. Ja, okay. Keine Panik. Wir kommen ja auch gleich wieder. Entschuldige bitte, Vivi. Ich verstehe schon. Ja, aber ihr kommt wirklich gleich wieder, ja? Na gut, ich verstecke mich mal da hinten. Und du ein paar Comics lesen inzwischen. Aber Brane hat sogar die eigenen Leute geopfert. Alexandria, Soldatin. Möchtest du dich etwa auflehnen gegen uns? Ich bekämpfe euch bis aufs Blut. Ich bin doch nicht lebensmüde. Kämpfen? Königin Brane trotzen zu wollen, bin naiv. Aber mutig bist du. Das muss man dir lassen. Dank der Schwarzmagier und der Bestia, der ist Königin Brane unbesiegbar. Ja? Wie töricht, Widerstand zu leisten, führt nur zu einem, nämlich dem eigenen Tod. Du blöde Kuh. Wir sollten lieber noch einmal zutreten, damit er kein zweites Mal mehr aufstehen kann, diese Drecksau. In den Bauch? Oder besser gegen den Kopf? Wo soll ich dem Teufel reintreten? Hey, hört sofort auf damit. Das sind keine Teufel. Die haben auch eine Seele. Eine Seele? Ja, im Moment werden sie zwar von Brane kontrolliert, aber Schwarzmagier haben genau wie wir einen Willen und eine Seele. Hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Die sehen vielleicht ein wenig menschlich aus, aber es sind nichts weiter als Teufel. Sie mähten alles ohne Gnade nieder. Es schien fast so, als wären wir für sie nicht mehr als leblose Gebäude. Die behandeln uns nicht gerade, als wären wir Lebewesen mit Seele. Ja, da hat er recht. Wenn sie wirklich eine Seele haben, dann erklär mir, wie sie das hier tun konnten. Dann erklär mir, wie sie meinen geliebten einzigen Sohn umbringen konnten. Mein eigenes Fleisch und Blut. Das ist unerklärbar. Unentschuldbar. Krieg, Krieg. Egal, ob ihre Gefährten links und rechts fielen oder nicht, sie marschierten einfach weiter. Ohne jegliche Gefühlsregung. Tja, so funktionieren Soldaten eben. Selbst ein Monster zeigt mehr Gnade als diese Teufel. Die Dreckerten. Und was hast du noch zu sagen? Egal ob Wehrlose am Boden oder Bewaffnete, sie töteten ohne zu unterscheiden. Und du
nennst die menschlich Seele besitzende Kerle? Papi, Mami, wo seid ihr? Lasst mich nicht allein. Oh nein, die arme Kleine. Und du, Dorpen, das Volk von Lindblum versteht das alles noch nicht so ganz, scheint mir. Großherzog Sid hat verloren. Mit dieser Tatsache sollten sie sich langsam abfinden, diese Deppen. Blöde Dreckskuh, elendiger, echt. Schauen wir mal hier rein. Da lebt ja ein Mogo drin, ne? Hallo? Eine Übernachtung macht 100 Gil. Wollt ihr übernachten? Wollen wir? Ja, nein, nein, haben wir erst. Beim Mogli. Inzwischen haben wir nicht gekämpft, müsste theoretisch so passen. Da war ja doch irgendwas, oder? Hier. Oh, 163 Gil. Upsi. Habe ich gleich beim letzten Mal übersehen. Sorry. Gehen wir mal schnell zum Mogu rauf. Mogri. Immer sage ich Mogu. Mogri. Modon. Mognet. Sie empfangen die Briefe. So vielleicht. Ein Brief für Zitane, Kubo. Von Ruby an Zitane, Nummer 4 schon. Jibt et den genejuten Showspieler. In Lindblum jab et doch jenen. So einen ente enjeblitierten off. Komplett mit Starer Löwe. Wie hieß der hier gleich wieder? Egal, naja, egal, wie er hieß. Der wäre schon frech, mein Kleinkunsttheater. Kommt nämlich nicht in Schwung, fix nochmal. Ist vielleicht Raul aus Lindblum gemeint? Der ist auf jeden Fall eingebildet, Kubo. Und du mal speichern, hier auf jeden Fall mal. Ich speichere, Kubo. Ja, hierhin bitte. Und dahin bitte. Na, es ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm. Brane, diese Dreckskuh, es tut mir echt leid, das so sagen zu müssen, aber die ist echt eine böse Person. Wirklich wahr. Ich muss auch noch gleich schnell schauen. Lili braucht, glaube ich, noch ein Weilchen, bis sie die Elfenohrringe loswerden kann. Ja, das dauert leider noch. Peritot muss noch ein bisschen warten. Ich glaube, hier ist nichts. Nö. Na, komm raus da. Bevor wir beim Einkaufsviertel weitermachen, würde ich persönlich vorschlagen, dass wir... das auch was? Würde ich... Ach so. Würde ich persönlich vorschlagen... Ist hier ein neuer Eintrag? Tatsächlich. Ihre Meinung zählt. Solange hatte ich auf diese Reise gespart. Und dann so etwas. Ein Krieg. Draußen lauern Kerle mit schwarzen Gesichtern. Da ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Ich will mein Geld zurück. Tilon. Was wollte ich sagen? Ich will zuerst die anderen Gebiete durchsuchen, bevor ich hier beim Einkaufsviertel weitermache. Oder? Oder sollen wir vielleicht doch raufschauen? Ich glaube, irgendwo Minister Operta, also mich dunkel erinnern zu können, dass wir den antreffen, dann können wir die anderen Gebiete nicht mehr anschauen. Weil er uns bittet, ihn ins Schloss zu begleiten. Alter, da in das Viertel kommt es gar nicht mehr rein. Marin, plötzlich tauchte aus dem Nichts ein Luftschiff auf und landete. Ich wäre beinahe darunter begraben worden. Zum Glück war es nur ein kleiner Frachter. Ich konnte gerade noch zur Seite springen. Glück im Unglück vielleicht. Schieche warm. Dass wir die Stadt in nur einer Nacht erobern konnten. Also wirklich. Schwarzmagier und Bestia sind eben nicht von dieser Welt. Nein. Haben wir etwa die Büchse der Pandora geöffnet? Du gehörst nochmal in den Arsch getreten. Na toll, die Schweißgurken. Ne? Ein Fass mit Schweißgurken fiel um. Jetzt stinkt die ganze Gegend hier. Großartig. Ah, da ist sie ja. Ist da jemand? Ich kann leider nichts sehen. Die Schwarzmagier haben mir mein Augenlicht genommen. Mein Enkelkind wird bald das Licht der Welt erblicken. Aber ich werde nie sein Gesicht sehen können. Die Grauen des Krieges.
das hier ist ja noch harmlos im Vergleich zu dem, wie es bei uns auf der Welt ausschaut. Ne? Kennt ihr zufällig eine Gruppierung, die sich die Wachsamen nennt? Die Wachsamen kenne ich nicht. Falls ihr Anführer ein Kerl namens Justin ist, richtet ihm bitte Folgendes von mir aus. Falls ihr etwas Dummes plant, hört sofort auf damit. Sag einfach nur meinen Namen Nicole. Er weiß dann schon Bescheid. Aha, da oben will ich jetzt nicht weitergehen. Ich will zuerst die anderen, falls es halt möglich ist, ne? Die anderen Viertel besuchen. Noch nicht das Schloss, aber nur mal das Theaterviertel schauen, ob unsere Kumpels noch leben. Okay, da geht gar nichts. So viel dazu. Das da drüben, das Schiff ist kaputt, ne? Taxen, die sich gerade in der Luft befanden, wurden eine nach der anderen von den Schwarzmagiern abgeschossen. Einem Bahnhofsvorsteher wie mir kommt da natürlich die Tränen. Ja. Von den unschuldigen Passagieren ganz zu schweigen. Alter, der zieht zuerst mal die Schiffe vor, ne? Ey. Da ist was. Da. Neue Lufttaxenverwaltung. Ab morgen fällt der gesamte Lufttaxenbetrieb unter die Verwaltung von Alexandria. Und tja, welcher Betrieb sind die alle hin? Die Gebühr für die Benutzung einer Lufttaxe liegt dann bei 200 Gil pro Fahrt. Neue Lufttaxenverwaltung ist ja nicht wahr, oder? Jetzt plündern die auch noch, wo es geht. Die Schweine. Alexandria, echt Schweine. Schweine ohne Ende. Alter, wenn die Brane stirbt, dann feiern wir ein Fest, das schwöre ich. Da geht nichts, ne? Ja, dann bleibt uns nur mal wirklich das Einkaufsviertel über. Es geht ja nirgendwo weiter. Ich dachte, ich könnte rüberfahren, aber das wird dann erst später der Fall sein. Na, du blöde Kuh. Freut euch! Ab heute gehört ihr zum Kaiserreich Alexandria. Darauf solltet ihr stolz sein. Ja. Ekelhaft. Ihr geht pfui. Da haben wir ihn schon. Das Industriegebiet wurde völlig zerstört. Und das Einkaufs- und Theaterviertel sind ebenfalls ziemlich verwüstet. Ziehe noch ein paar Soldaten zu den Wiederaufbauarbeiten hinzu. Damit wir dem Volk schnell wieder sein vertrautes Leben ermöglichen können. Wie wird gemacht? Minister Operta! Prinzessin Garnett, Herr Tribal, ihr seid wohl auf. Geht es Onkel Sid, ich meine, geht es dem Großherzog gut? Seid unbesorgt. Das Schloss blieb vom Angriff verschont. Der Großherzog hat nicht eine einzige Blessur davongetragen. Sehr gut. Ich erlaube mir, euch gleich zum Großherzog zu bringen. Na, großartig. Ich melde die Rückkehr von Prinzessin Garnett. Onkel Sid! Oh, Prinzessin Garnett! Schön, dich bei guter Gesundheit zu sehen. Ich hatte Angst, Brane hätte dich geschnappt. Zirp! Und, Zitane und die anderen haben mich befreit. Ich danke dir, Zitane. Aber um unsere Flucht zu decken, sind Freya, Steiner und Beatrix im Schloss geblieben. Ich... Oho! Die legendäre Beatrix, sagst du? Also, da brauchst du dir um die Dreidwick aber wirklich keine Sorgen zu machen. Zip! Ja, Lili, das sehe ich auch, sehe ich genauso. Eigentlich wollten wir ja nur zum Schloss, also vom Schloss weg. Aber plötzlich waren wir im Zinnengebirge. Keine Sorge. Die drei lassen sich so schnell nicht unterkriegen, was keine Angst haben. Seid ihr bei Bergagandula gekommen? Der Mann hat Ahnung. Als Herrscher dieses Landes ist es ja wohl eine meiner Pflichten, gut informiert zu sein. Zirp. Doch Wissen alleine ist wertlos, wenn man damit nicht umzugehen weiß. Zirp. Schon seit
einiger Zeit wusste ich, dass Königin Brane versucht, sich die Kräfte der Bestie zu eigen zu machen. Aber ich habe die Macht der Bestie wohl unterschätzt. Zip! Ich hätte nicht gedacht, dass sie zu solch einer Zerstörung fähig sind. Zip! Vielleicht geschieht es mir ganz recht, Zip, ein Juckzirbe zu sein. Zip! Aber ich denke, es war richtig zu kapitulieren. Es wäre euch wohl sonst wie Clara ergangen. Was soll ich nur sagen? Was soll ich nur tun? Hey, hier bewegt sich... Der bewegt sich noch. Ein verdammter Schwarzmagier-Soldat. Boah, sei bloß vorsichtig, Alter. Sonst macht er dich mit seiner Schwarzmagie noch fertig. Hey, was ist denn das für einer? Der ist irgendwie viel kleiner als die anderen. Aua. Ihr tut mir weh. Ich gehöre nicht zu denen. Wirst du wohl still sein, ob du zu denen gehörst, ne, zu den elenden Schwarzmagiern. Ich bin mir da ganz sicher, weil, ja, das so ist. Aber das ist doch... Aua! Wir konnten einen ihrer Soldaten sicherstellen, denn das wütende Volk gerade lynchen wollte, um Gottes Willen. Ich bin kein Soldat. Was sollen wir mit ihm machen? Ihn an Alexandria übergeben? Onkel Sid! Lasst ihn los, Vivi ist kein Schwarzmagier-Soldat. Seine Aufmachung dient dazu, den Feind zu täuschen. Er ist auf unserer Seite. Oh, ich habe verstanden. Wir bitten unterwürfigst um Verzeihung, gnädiger Herr. Branes Bestreben nach Macht mittels der Bestie ist aber noch nicht alles, worüber ich im Bilde bin. Zip! Hinter dieser Serie von Übergriffen steckt ein mysteriöser Waffenhändler namens Kuya. Kuya liefert Waffen an und Ausrüstungen von höchster magischer Qualität an Brane. An Mutter? Ja. Dazu gehören auch die Schwarzmagier-Soldaten. Laut Augenzeugen aus Dreno kommt Kuya mit seinem silbernen Drachen aus dem Norden. Moment mal, ist das nicht der Typ damals in Bumerkia? Außerdem munkelt man, Kuyas Festung sei im Norden auf dem äußeren Kontinent. Dem äußeren Kontinent? Es gibt viele noch unerschlossene Kontinente auf der Welt, weißt du? Dieser äußere Kontinent... Ist das nicht dieser unerforschte Kontinent nördlich des Kontinents des Nebels? Ob es da Rassen gibt, die der Magie mächtig sind, ist uns nicht bekannt. Aber sicher ist, dass Kuya Brane ganz allein beliefert. Zip! Diese Person, die ich im Schloss sah, das war vielleicht dieser Kuya. Auf jeden Fall scheint er Mutter verhext zu haben. Na, dann machen wir ihn doch platt, oder nicht? Wenn wir nur diesen Kuya loswerden könnten. Gut, ihr beide begreift schnell, Zip. Ist Kuya beseitigt, versiegt der Nachschub an Waffen für Brane. Also, ja. Und Brane wird geschwächt, Zip. Dann ist die Zeit reif für einen Gegenschlag. Wenn wir Brane jetzt angreifen, haben wir nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Im Klartext heißt das, reißen wir die Wurzel allen Übels aus, dann... Genau. Selbst wenn wir Brane besiegen würden, Kuya hätte bald einen neuen Handelspartner. Mutters Schuld wird schwer. Doch hinter all dem steckt Kuya und dafür wird er zahlen. Doch zuerst sollten wir uns um Steine und die anderen kümmern. Leider kann ich euch keine Soldaten zur Seite stellen. Um mein Volk zu beschützen, kann ich zurzeit niemanden entbehren. Zirp! Keine Bange, Lili. Die drei sind bestimmt in Ordnung, hörst du? Wenn Bumerkias beste Drachenwetterin, Alexandrias Generälin und dieser alte Dickkopf zusammen unterwegs sind, dann gnade dem, der sich ihnen den Weg stellt. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich bin immer an deiner Seite und beschütze dich, Lili. Okay. Ich werde Kuya finden. Ich möchte auch mitkommen und helfen. Außerdem bin ich auf diesem Kontinent wohl eh nicht mehr so willkommen. Okay, damit ist dann wohl alles gesagt. Dann sollen wir mal die Flausen aus Kuya rausprügeln. Nicht sollen, sondern wollen. Wie wär's denn, wenn wir das schnellste Schiff in ganz Liblum zur Verfügung gestellt bekommen?
Bedauerlicherweise funktioniert der Nebelantrieb der Luftschiffe nur hier, eben auf dem Kontinent des Nebels, Sir. Das heißt, dass ihr mit einem Luftschiff nicht über das Meer gelangen könnt, Sir. Verstehe. Aber wie steht's denn mit diesem neuen Luftschiff, das ohne Nebelantrieb angetrieben wird? Schon fertig? Nein, und sobald es fertig und einsatzbereit wird, beschlagnahmt es Brane sowieso. Zirp. Es gab zwei Bedingungen bei der Kapitulation. Zirp. Die erste war die Beschlagnahmung des neuen Luftschiffes. Die zweite war die Übergabe der Drachenkralle. Das neue Luftschiff kann ich ja noch nachvollziehen, aber was will sie denn bitte mit diesem komischen Klunker? Da bin ich überfragt, Zip. Wie auch immer, müssen wir uns wohl mit einem Boot begnügen. Das geht auch nicht. Der Seehafen ist gesperrt, da kann kein Schiff auslaufen, Zip. Aber verdammt nochmal, sollen wir dann schwimmen oder was? Nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Zip. Im Moorast nördlich des Schlosses gibt es ein altes Bergwerk, Zip. In der Umgebung dieses Bergwerks wimmelt es nur so von Monstern und Kreaturen, die normalerweise auf diesem Kontinent nicht heimisch sind. Gerüchte besagen, dass eine bei den Ausgrabungen entdeckte Höhle als Passage zu einem anderen Kontinent dient, Zip. Etwa zum äußeren Kontinent? Etwas vage, die ganze Geschichte. Kann man sich denn auf die Angaben verlassen? Naja, es sind Gerüchte. Also müssen wir wohl hin und vor Ort nachschauen. Fein, macht die Sache wenigstens ein bisschen abenteuerlicher. So ist es. Passt mir ja auf die Prinzessin auf, hörst du? Wir beginnen hier schon mal mit den Vorbereitungen für einen Gegenschlag. Zip! Mehr als dieses bescheidene Taschengeld kann ich leider nicht entbehren, aber kauft euch, was ihr braucht. 3000 Gil. Ich warte so lange hier, Zitane. Kauf mir was Schönes. Ja, so ist es wohl besser. Vielleicht können wir dann auch im nächsten Part schmieden. Tja, den Blumen gehört jetzt zum Reich Alexandria. Für eine Weile werdet ihr nicht mehr zurückkommen können. Daher solltet ihr euch gut ausrüsten. Kommt einfach wieder auf mich zu, wenn ihr fertig seid. Gut. Ich glaube, ich dürfte speichern können. Ja. Active Time Event auch noch. Na, dann schauen wir das noch schnell an. Der dritte Schatzkristall. Dann hören wir auf. Also wenn ich beim Mogli bin. Wir haben mit dem Verladen auf die Flottenschiffe begonnen. Das hat aber ziemlich gedauert, was? Ja, aber nur weil diese Lindblum-Soldaten sich nicht sofort zum Befehl gebeugt haben. Wir müssen zusehen, dass wir mit dem Verladen fertig werden, bevor Königin Brane die Geduld verliert. Ich komme daher mit zum Hafen und werde selbst mit Hand anlegen. Jetzt, wo wir endlich die Drachenkralle haben, verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Jawohl, jawohl. Großartig. So, ich wollte eigentlich nur, ja, mit euch reden wir später. Ich wollte nämlich nur ganz, ganz schnell und flott speichern gehen. Passt kein Active Time Event mehr. Tap, 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 weiter, weiter. Gut. Nur ganz schnell speichern gehen und dann passt es schon. Sehr fein. So, hallo. Ich möchte gerne speichern. Warte zuerst. Mognet. Nix. Eine Bitte, Kubo. Übergebe diesen Brief an Monte. Gerne. Danke, Kubo. Perfekt, das wollen wir noch machen und speichern. Hui, Entschuldigung für die Überlänge wieder mal. Aber es geht ab und zu nicht anders. Ja, in letzter Zeit ziemlich häufig geht es nicht anders, ne? Naja, na fein. Schön. Gut. Na fein, ihr Lieben. Pirti. Ja, wir beenden hier den Part. Im nächsten Part werden wir noch ein bisschen shoppen gehen und dann machen wir uns schon auf den Weg zum äußeren Kontinent. Wir werden selbstverständlich viel kämpfen. Ja, es wird auch offensichtlich noch eine Zeit brauchen, bis wir mal wieder in Drenor sind, um eine neue Aktion zu starten. Aber ich werde trotzdem probieren, so viel es geht zu kämpfen.
um unsere Level ein bisschen aufzupushen. Ich hätte schon gern Level 20, bevor wir zum äußeren Kontinent hinkommen. Ja, Level 25 wäre noch besser. Schauen wir mal, wie gut es geht. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!